Und ihn auch noch. Und, na, ihn. Sehr gut. Das waren noch gar nicht alle. Und zapp. So. Na bitte, dann haben wir gleich noch ein paar Sklaven befreit. Da oben, da ist ein Bogenschütze, da können wir uns Pfeile holen. Oder wir holen uns hier einfach Pfeile. Aber nein, wir brauchen, wenn dann, ein volles Arsenal. Ich mach mir keine Sorgen, dass der Grabwandler euch dazu bringt, euch gegen zu finden. Oder? Okay. Jetzt haben wir ein paar mehr Pfeile, ist doch in Ordnung. So, reicht's dafür? Ja. So, komm her. Brandmarke. Sehr schön. Ach so, ach, verlasse das Fischerdorf. Ich dachte, da sind jetzt vielleicht nochmal welche. Aber gut. Ja, abgeschlossen. So, da ist eine Häuptlingsmission, da ist auch noch eine. Ich würde aber erst noch ein paar andere Sachen machen wollen. Zum Beispiel, wie sieht's denn überhaupt, wie ist es denn überhaupt um unsere Armee bestellt hier? Okay, ein paar haben wir, aber wir könnten eigentlich noch mehr vertragen. So, du hier zum Beispiel, du bist ja ein Leibwächter. Gimub der Endlose. Ziel markieren. Den reißen wir uns mal unter den Nagel. Da, wo die sagt, der ist da unten. Dann machen wir mal da hin. Und hoffen, dass wir den finden. Denn das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir die Bodyguards, die Leibwächter von den Häuptlingen unter unsere Fittiche haben. So. Komm, renn mal hier, renn. Wir haben keine Zeit. Diese fiese Matenten hier. So, dann suchen wir den mal. Ah, okay. Nix, niemand zu sehen. Zumindest kein Hauptmann. Da oben ist einer. Ist er das vielleicht? Bist du's? Er ist es. So. Ich hoffe, wir kriegen es hin, ihn zu unser Eigen zu machen, zu unserem Untertan, ohne ihn gleich umzubringen. Was war das? Das war nur ein Pfeil. Was ist denn da los? So, komm her, Schätzchen. So, komm mit, Großer, komm. Verfolge mich. Oh, was ist mit ihm? Holy moly. Komm, verfolge mich. Grabwandler! Meine Uruk-Augen sehen die Nacht klar wie den Tag. Sie sehen nichts als Leid für dich. Dann komm her, komm her. So, pass auf. Zack, 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 zack. Und? Jawohl.
Nein, 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 ganz ruhig. So, und der andere ist ja einer von unseren Atzen. Okay, gut. Das ging ja dann doch recht fix. Hier könnte man ein bisschen was machen. Oder aber wir sammeln uns mal Informationen. So. Ja, weil die sagen wollte, wir holen uns Informationen zum nächsten Hauptmann. So. Na, dann mal gucken. Gut, die sind jetzt hier. Alle Aufgedeckten scheinen. Gebrandmarkt zu sein. Dann gucken wir uns den mal an. Dem brennt der Helm. Takra Grogbrenner. Da, oh, oh Gott, da oben in der Festung. Eieieiei. Ah, mal gucken. Furcht vor Karagor, Furcht vor seinem Rivalen. Er leidet Schaden durch Explosionen. Naja. Dann begeben wir uns mal da hoch. Hallo? Geht gerade kein. Keine Schnellreise. So, mal gucken, geht's jetzt vielleicht? Ja. So, na, dann wollen wir mal fleißig sein. Saurons Armee, dann werden wir den direkt mal markieren. So, und der soll sich ja hier in der Festung befinden. Schlund der Hoffnung. Geister können in der Dunkelheit sehen, also nimm dich vor den Schatten in Acht. So. Und wir nehmen eine Abkürzung. Zack. So, sind wir jetzt schon im. Na, fast. Eine Abkürzung. Nein! Verdammt, wie schnell! Scott, Blutaxt. So, und gut, den wollten wir zwar nicht, aber besser als nichts. Nein, jetzt hat er ihn vom. Nein, er hat ihn vom Thron gestoßen. Oh Gott, schnell weg hier. Verdammt. Habe ich mich schon gefreut, dass wir einen gebrandmarkt haben. Und dann schmeißt er ihn da die Klippe runter. Was ist denn los mit dem Jungen? Ach, verflucht. Na gut. Oh, guck mal einer an. Nanichil, Geleier Mordor. Also, so war das nicht geplant. Da unten, das ist er bestimmt. Jawohl, das ist der Helmbrenner. Takra. Furcht vor Karagor. Eigentlich kann man das immer ganz gut ausnutzen. So. Gucken, ist der irgendwo. Was Karagor-mäßiges. Wie ein Stück Fleisch oder. Liebsten wäre ich Hauptmann am Schlund der Hoffnung. Ja. So viele Krieger, die man da herumkommandieren kann. Leidet auf jeden Fall Schaden durch Explosionen. So viel ist schon mal sicher. Ja.
Immun gegen Schleichen, ja gut, das war klar. Waldläufer, ich Graswandler! Dachtest du, du könntest dich in der Dunkelheit vorbeischleichen, Feigling? Ja, hatte ich gehofft. Ui, was geht denn da? War doch so, Explosionen, ne? Na, komm schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ach, Mist. Ich war total angeschlagen. Wir könnten ihn höchstens zum nächsten Feuer locken. Der ist ja Kampfmeister und alles. So. Gucken, aber der hatte ja Furcht vor Karagor. Furcht vor Karagor, jetzt. Jetzt wird's interessant. So wird das wirklich nichts. Oh, komm, 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 komm. Ah, ein Glück. Gerade so. So, und jetzt schnell weg hier. Der hat mich gesehen, na gut. Im Geschoss benötigt. Läuft bei uns. So. Dann machen wir uns mal aus dem Staub. So, finde ich nett, dass ihr uns mal durchlasst hier. Danke, danke, danke. Sehr nett von euch. Danke, danke. Sehr, sehr nett. Wirklich sehr nett. Und weg hier. Und tschüss. So, dann überlegen wir uns mal noch unsere nächste Mission. Was könnten wir denn da Schönes machen? Huch. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nur wirklich nicht. Das wollte ich aber. Einmal Pfeile bitte. Dankeschön. Und tschüss. Jut, gucken wir mal auf die Karte. Was, warum ist das jetzt grün? Was ist das einer? Ja, doch, doch. Ich glaube hier, das könnten wir jetzt mal machen, den großen weißen Grauk. Oder was ist hier? Macht des Geistes. Oh nee, das machen wir erst später. Da bauen wir uns erstmal eine Armee auf. Vorher nicht. So. Aber wir können das hier machen. Der große weiße Grauk. Ich glaube, das wird ganz schön heftig. Ja. Und was ist als nächstes dran? Ich glaube, das hier, ne? Dann. So, da sind wir. Dann. Oh, 600 Fuß. Doch, ganz schön. Wie ein schönes Stückchen da.
Und ab geht's. Na, wer schleicht denn hier? Hallo? Da ist ein Karagor vorbeigeflitzt, hat uns scheinbar nicht gesehen. Aber okay. Ist ja kein Muss. So, der Grauk, ich glaube, das wird heftig. Ich glaube, das wird heftig. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Schatten aufsetzen. Zack. Ja. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Thorwin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. So, sind wir jetzt da? Kann es endlich losgehen? Eieiei. Mann, bin ich gespannt. Oh. Mein Karagor sind so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Eieiei, na, das kann was werden. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Ашнаск тракатулук, ах, бурсим ишь.